Ja, und hallo zusammen und hier neue Woche und hier wieder in Bamberg. Jedes ganze Equipment steht hier schon. Jetzt werde ich heute wieder Online- und Präsenzunterricht Klavier geben. Ich lege jetzt sofort hier los. Morgen sehen wir uns dann wieder auch nochmal hier und dann auch in Gerxheim. Ja, und hallo zusammen und hier Dienstagvormittag. Jetzt bin ich gerade hier noch in Bamberg, werde jetzt hier gleich wieder Online- und Präsenz-Klavierunterricht. Danach geht es dann wieder nach Gerxheim. Und hallo zusammen, hier wieder am Mittwochmorgen. Ich bin wieder hier in meinem Studio. Jetzt werde ich hier gleich wieder online unterrichten, mich jetzt vorher noch ein bisschen einspielen. Danach geht es dann wieder nach Gerxheim zum Präsenzunterricht und dann wieder hier zurück zum Online-Unterricht. Und morgen, am Donnerstag, sehen wir uns dann wieder. Ah ja, G7, B9, genau, okay. Das ist praktisch, also entweder nur das oder halt dann mit einem Ass eigentlich noch, also H, D, F, Ass. Und das Plus ist quasi, das steht für die übermäßige Quinte, also wenn man es ganz genau nimmt, ist das quasi ein A-Dur-Akkord, dann mit einer kleinen Septime, dann im Regelfall noch mit einer B9,
Und dann noch mit einer B13 oder einer Kreuz 5. Jetzt schreibe ich mal Kreuz 5 dazu, das ist vielleicht leichter nachzuvollziehen. Ja, und hallo zusammen und hier wieder am Donnerstagvormittag. Ich bin wieder hier in meiner Musikschule, JB Musikschule Künstlersau. Jetzt werde ich hier gleich wieder online unterrichten. Natürlich gibt es heute auch hier dann Präsenzunterricht, sowohl Klavier als auch Keyboard. Ich lege jetzt hier los und wir sehen uns dann wieder am Samstag. Hallo zusammen und hier wieder am Samstag in meinem Studio. Ich werde jetzt hier gleich wieder online unterrichten. Gestern war ich noch den ganzen Tag in Haßfurt, habe dort Präsenzunterricht Klavier gegeben. Jetzt geht es dann hier online weiter und danach geht es wieder nach Würzburg-Frauenland zum Präsenzunterricht Klavier und dann wieder hier zurück zum Online-Unterricht. Ja, und das war es dann auch wieder für diese Woche. Euch wie immer wieder einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Genau, an der Stelle, da würde ich dann, das ist noch Oktav tiefer, also quasi rechter kleiner Finger auf dem E1. Genau, und dann links Oktave drunter. Und da würde ich einfach rechts mit dem kleinen Finger starten. Genau, also die linken beiden Noten praktisch, die klingen dann immer in halbem Takt. Also, dann kommt rechts. Dann wieder links und dann die gespielten Töne durchhalten, bis dann die nächsten kommen. Das E ist die Hauptnote und dann weichst du praktisch einmal kurz aus, nach oben in ein F und dann wieder zurück in ein E und das halt in einem zügigen Tempo, dass man es einigermaßen in der Zeit unterkriegt. Also sprich,